Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty 1. Gut, mal gucken, was wir heute machen müssen. In der letzten Folge haben wir den Reichstag erstürmt, glaube ich, ja, ne? Ich glaube, das war da so. Und jetzt sind wir im Reichstag-Gebäude, glaube ich, oder so. Mal gucken. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wo sind wir denn hier? Gucken wir mal. Treffen Sie sich mit Major Zubov. Zubov. Okay, wir haben die Waffe, wir haben die Waffe. Wir haben keine Granaten. Dann gucken wir uns mal. So. Anschleichen, würde ich sagen. Anschleichen, Jungs. Da oben sind welche. Okay, wie gesagt, hier müssen wir wieder ein bisschen schneller umgehen als in anderen Spielen, wo wir dann einfach mal drauf losrennen müssen und einfach mal Feuer geben müssen. Manchmal hilft das. Das ist auch einer, ey. Ja, sorry, aber gehen Sie da mal weg. Gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die andere. Ja, hat ja gut geklappt, würde ich sagen. Medipacks. Und einmal am Ende. Einmal hier mit dem Scharfschützengewehr am besten. Oh, meine haben wir mal. Einmal ist weg. Klappt ja gut. Ich habe hier übrigens gar keinen mehr. Das heißt, ich muss mich drum kümmern. Na los, bleib liegen, Mensch. Headshot. Ich wüsste jetzt gerne, ob das alle waren. Oder wenn ich hier jetzt losgehe, dann noch welche kommen. Aber ich glaube, ich behalte einmal das Scharfschützengewehr. Das ist, denke ich mal, keine schlechte Sache. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein, ne? Ja, von wegen. Ist er umgefallen? Tatsächlich. Glaube ich ja nicht. Dass ich den auch nochmal treffe. Wir können da oben nicht lang, ne? Wir müssen unten lang. Ja, ich wusste, da gibt's ein, ja, wie soll man es nennen? Da gibt's einen Haken an der ganzen Sache. Warum genau, warum ausgerechnet ich hier als Hauptprotagonist, hier reingeschmissen werde und alles selber machen muss. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier überhaupt irgendwie lang? Anscheinend. Ich glaube, wir müssen hier lang. Durch den Bahnhof. Tatsächlich. Hier hätten wir lang gemusst. Und jetzt kommt bestimmt wieder noch neue. Egal, speicher mal kurz. Das gehört immer noch dazu. Besonders wenn man alleine unterwegs hier ist. Kann schon mal sehr gefährlich sein. Ich glaube, da kommen gleich welche. Seht ihr? Recht gehabt. Oh Mann, 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 oh Mann. Hilfe! Hilfe! Boah, hat ja gut geklappt. Meine Güte. Ich vergesse manchmal, dass ich auf normal spiele und hier nicht auf einfach. Wenn ich allein spiele, spiele ich eigentlich immer auf leicht. Zumindest so welche Spiele. So Rollenspiele, die ich wirklich kann, die spiele ich sogar meistens sogar auf schwer. Weil es einfach mehr Spaß macht. Weil die Rollenspiele, muss ich sagen, ist halt mein Favoriten. Und aus dem Grund spiele ich das ganz gerne schon. Oh, haben wir den jetzt endlich hier oder nicht? Haben wir nicht. Haben wir doch. Ich sag nichts, ich sag nichts. Wenn ihr nichts sagt, sage ich auch nichts. Oh Mann, 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 Mann. Manchmal muss ich echt zweimal hingucken, ob der da wirklich tot ist. Aber in dem Fall schon. Deswegen muss ich doch schon mal gucken. Hier ist keiner, da ist keiner. Hier runter, denke ich mir mal, weil anderes bleibt uns soweit jetzt nicht übrig. Wir haben keine andere Wahl.
müssen hier runter. Spiel speichert. Oh, Mann! Da schieße ich auf meinen eigenen, ey. Ich glaub's ja nicht. Egal, wir nehmen das Maschinengewehr und schießen alles ab, was wir hier treffen. Die sind down, die sind down. 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 Down, 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 alle down. Auch down, down, down. Und der da hinten auch down. Ja. Alter, wer hat mich denn da angegriffen? Das hat er aber auch gemacht. Ja, dafür habe ich auch gleich 50 Erste Hilfe eingesammelt, was ich gar nicht wollte. Egal, der lebt immer noch. Scheint ruhig zu sein. Müssen wir getroffen haben. Es sind tatsächlich nur zwei am Leben von uns. Und ich natürlich, als Hauptprotagonist. Okay, hier sind wir alle. Hier haben wir alle. Wir sollten dann hier mal wohl den Graben folgen. Leute, ich glaube, wir sollen im Graben bleiben. Das das Snipergewehr ist ganz schön gut in der Runde gerade, muss ich sagen. Es hilft schon ungemein. Okay. Wo müssen wir hier hin? Na los, lad nach. Super, wo ist denn das MG? Einer. Da ist das MG. Ja, da war das MG. Und wir haben natürlich wieder alle unsere Kameraden verloren. Ist ja klar bei so einem komischen Angriff. Warum rennen die auch mitten in dieses MG rein, frage ich nur. Aber naja, was soll's. Boah, sagen wir, schießt mich denn jetzt ab? Ah, das sind unsere Kameraden. Ein bisschen zu den hin. Ah, das ist unserer. Okay. Jetzt hätte ich den MG-Typen auch beinahe abgeschossen. Moment. So. Oh, der ist hin. Okay. Dann würde ich mal sagen, preschen wir mal vor, indem unser Bruder da oben uns die Flanke hält. So, bleibst unten. Müssen wir den hin? Hier müssen wir lang, ne? Genau. Tatsächlich. Hier drüben. Ja, hier drüben. Ich bin hier, Kommissar. Ich war nie für den Krieg außer als Mittel zum Frieden. Ulysses S. Grant. Nächstes Level. Die Level, die sind recht kurz. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Unterleutnant Alexei Ivanovich. Ich bin auf jeden Scharfschützen angewiesen. Heute Morgen haben wir die Deutschen ein viergeschossiges Apartmentgebäude nahe der Mühle auf der Pensenskaya Straße besetzt. Dies ist ein wichtiges Gebäude. Alexei, von dort kann man weit in alle Richtungen sehen und so das Artilleriefeuer sehr genau lenken. Ich schickte vor ein paar Stunden ein paar Männer auf eine Erkundungsmission, um es zurückzuerobern, aber ich habe nichts mehr von diesem Trupp gehört. Machen Sie sich auf den Weg und erkunden Sie die Lage. Helfen Sie dem Trupp, wenn Sie ihn finden. Kehren Sie sonst sofort zurück und melden Sie sich beim Kommandoposten. Auf der Route an der Oberfläche wird heute von sehr starken Scharfschützenaktivitäten der Deutschen berichtet. Sie sollen durch die Kanalisation vorrücken. Major V.S. Zubow, 13. Wachdivision.
Na dann, mal gucken. Kanäle von Stalingrad. Oha. Ah, wir haben auch Gott sei Dank unser Dings noch. Das finde ich super. Und Granaten. Ich gebe nicht auf. Warum sollte ich denn aufgeben hier, ey? Ich habe meinen Befehl und den werde ich ausführen. Und nichts anderes werde ich tun, als meinen Befehl ausführen. Oh, leg dich hinter der Kiste, bitte. Danke. Na, super. Ja, komm her. Oh, einen haben wir schon mal, oder? Der lebt noch. Nee, jetzt nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Da oben geht einer lang. Den haben wir am Knie erwischt oder am Fuß. Eins von beiden. Und gleich noch der andere. Hä? Da sind sie. Also warum da sind sie? Ich bin nur einer. Also sie ist in dem Fall ich. Als Einzelperson, oder wie? Ja, war da jetzt noch was oder nicht? Wenn nicht, schmeiß ich da halt mal eine Handgranate hoch. Wenn da keiner mehr ist. Okay, dann ist da keiner mehr halt. Ah, da sind unsere. Ja, ich komme schon, Kollegen. Ich komme. Alter! Das war jetzt echt blöd. Das war auch unnötig, muss ich sagen. In früher Zeiten sagte man, es ist süß und notwendig für Vaterland zu sterben. Im modernen Krieg jedoch gibt es für Sterben nichts Süßes oder Notwendiges. Man krepiert wie ein Hund und ohne guten Grund. Das reimt sich. Das reimt sich. Was sagt ihr denn dazu? Das reimt sich. Gut, dann gucken wir mal hier. Aber wir haben alle durch diese Granate echt getötet. Ich glaub's nicht. Oh oh. Oh oh. Ich glaub, der steht noch, ne? Und ist jetzt wütend. Tatsächlich steht der nicht. Das wundert mich aber. Die deutsche Armee! Okay, die sind auch down. Dann geht's. Okay. Schön, dass die da. Oh, da oben ist ein Scharfschütze, oder? Den kriegen wir aber. Keine Sorge, Leute. Aua, das tut weh, wo ich in den geschossen habe. Au, 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 au. Da möchte ich keine Wunde haben. Da ist noch einer. Ja, da war einer. Da sind noch welche, aber die ignoriere ich jetzt erstmal. Ah, hier wird gespeichert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn ich möchte es ein bisschen spannend halten. Bis dahin. Tschüss.